Domina Disane Shlomo Alkulchu. Nochmals Friede sei mit euch, liebe Zuschauer. Ketuelan chike technische Probleme alumedano. Wir hatten technische Probleme, aber wir sind wieder da. Amma domina taudi disane el morio u laaleme qadire o khaifo hazri u shoglano. Wir danken dem Herrn und das Technikteam, dass das wieder funktioniert. U kebina mdeshnina disane bu bum amrezan datyoma. Wir möchten wieder anfangen mit dem Thema. Tgilibina al alufisqono aidarbo u insan kibet obe fisqono madlo fisqono tawo bahayde. Wir hatten über Entscheidungen gesprochen, wie kann der Mensch in seinem Leben richtig gute Entscheidungen treffen? Klan mamro komer u insan be minkoyish mafisqonet huleo. Es gibt ein Sprichwort, der Mensch ist das Resultat der Entscheidungen, die er getroffen hat. Wie wir gesagt haben, jeder ist darauf bedacht, eine gute Arbeit zu haben, gut zu entscheiden, damit er eine gute Arbeit hat, eine gute Geschäftsstelle hat. Jeder möchte auch im Familienleben ein gutes Leben führen und dadurch gute Entscheidungen treffen. Und überall, wo der Mensch eingesetzt ist im Leben, da möchte er gute Entscheidungen treffen, damit er gutes Leben führen kann. Aber sehr oft weiß der Mensch nicht, welche Entscheidungen er treffen soll. Sehr oft denkt der Mensch, ich weiß, welche Entscheidungen ich treffen soll. Aber sehr oft ist dann der Mensch an dem Ziel gelangt und erkennt dann, dass er die Entscheidungen, die er getroffen hat, nicht richtig waren. Wir lesen, wie wir gesagt haben, in Sprüche 14, 12, da ist ein Weg, der dünkt einen recht, aber sein Ende führt ihn letztendlich zum Tod. Und im selben Kapitel lesen wir, also in Kapitel 3, Vers 17, da ist ein Mensch, der tut alles richtig, der tut richtig entscheiden und sein Weg läuft dann geradlinig. Aber wie kann es dazu führen, dass die Entscheidungen zwei verschiedene Wege, zwei verschiedene Ziele mit sich bringen? Und Barnosche Hrene koben Fiskone وكل أدر بنث حلينا وبشلومنا. Und wiederum gibt es Menschen, die entscheiden richtig und ihr Weg läuft geradlinig und gut im Frieden. Matiwena hulerke kommer kolodem tlotho funoe ahna ubina al sheole. Wir sind bis zu diesem Punkt angelangt gehabt beim Thema, zu diesen drei Punkten, die wir, wie wir richtig entscheiden. Inaqad ubat Obat fiskono tawo klozem tloso sheole hoeloch. Wenn du eine gute Entscheidung treffen möchtest, musst du drei Fragen beantworten. Umede kamoyo sheolo kamoyo minyo hawot kityo madlo. Die erste Frage ist, was ist denn richtig? Beined men u medao madloyo beinothi an beined noshe hrene. In wessen Augen ist es denn richtig? In meinen Augen oder in den Augen anderer Menschen? Die zweite Frage ist die, kann ich denn richtig entscheiden oder wer kann richtig entscheiden? Kann ich es oder gibt es jemanden, der besser entscheiden kann als ich, um zum Ziel zu kommen? An eider bonok dobeno ufiskono motenol funoyo tawo. Die dritte Frage ist, wie muss ich denn entscheiden, wie kann ich denn richtig entscheiden, um zum richtigen Ziel zu kommen? Huelen metlo galebe basit. Wir hatten ein einfaches
einfaches Beispiel gegeben gehabt. متفكرت كبعد شغلت راديتو. Überlegt, du möchtest ein Auto kaufen. وبقامتو قمشيلت من راديتو توتو. Die erste Frage stellst du dir, welches Auto ist denn gut? Glosem hier hasto. Soll es ein neues Auto sein? An kiba malachla hani kmo zabne. Oder kann es ein Gebrauchtwagen sein? Datre kolosem mshelet menyot kibe obe fesqono tawo alush kolo diradaito. Die zweite Frage ist, wer kann mir denn bei dieser Entscheidung helfen, um ein gutes Auto zu kaufen? Bruhi ono kibi samnu medano? Kann ich das von mir selbst aus entscheiden? Kutli mu'rafe al ali radaito dozano hinayo umedetawo. Habe ich denn so viel Wissen, um zu Autowissen, um zu entscheiden, welches Auto gut ist? An kitli noche haurone belki zitmini kofemi alumedano. Oder habe ich vielleicht Freunde, die besser verstehen über Autos? Wushe olo datlo tho mlan ei derbo anaka ono gdobeno ufisqonano ei derbo ono gmahweno bi ayashedi. Und die dritte Frage war dann, wie entscheide ich und wie zeigt sich das bei den Entscheidungen, bei dieser Entscheidung? Wenn ich dann zum Autohaus gehe und zu dem Händler und mit ihm rede, zeige ich mich als einen, der Ahnung hat? Oder zeige ich mich als einen Unwissenden, der keine Ahnung hat über Autos? Hano sirto methlo ghalbe basitio ama kuhuzina bumedano hocha nahimo mqa kolozum ha مشايل او بفنوي معدله دموتل نيشو طو. Das ist ein einfaches Beispiel, aber es zeigt ganz deutlich, wie schwer es ist bei einer ganz kleinen einfachen Entscheidung, wie man sich vorbereiten soll. انا قد هون مدونه رابي بحايدن اي دربو كيبنو بينا فنوي طو. Aber bei großen Dingen, wie können wir eine gute Entscheidung treffen? موخا كبينا ديسان قورينا موشي دتري اسحوحو دعسري تمانيو ومنيونو دتليتي. Wir lesen wieder aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 28, den Vers 30. Zweite Buch Mose, Kapitel 28, Vers 30. Mushe datre ushoho da'asriut manio umenionu datleti, korene busriojo. Komer bichanta et kamsadre dukohno gmahtet urim utumim. Uhanik ton alle bet harun, ummakat hie da'ober قم آلوه بقنا أوبيلي وفسقونو لعامو دي سرويل أزبن كله كتون هاني عليبي. Und du sollst in das Brustschild des Rechtsspruchs die Urim und Tumim legen, damit sie auf den Herzen Aarons sind, wenn er hineingeht vor dem Herrn, und so soll Aaron den Rechtsspruch der Kinder Israels beständig auf seinen Herzen tragen vor dem Herrn. 34 مليوني بصحو هانو كيتو على جولي دوكوهنو. 43 Verse beinhalten hier in diesem Kapitel über die Ordnung der Kleidung des Hohenpriesters. Wenn wir jetzt so diese Verse lesen, müssen wir uns die Frage stellen, was für ein Bild wollte Gott von dem Volk Israel? Alle Verse beinhalten Themen, also haben Bedeutung. Aber wir betrachten heute nur diesen Vers über Urim und Tumim. Im Hebräerbrief lesen wir, dass im Alten ist ein Bild über unseren Herrn Jesus, eine Vorschau über unseren Herrn Jesus Christus. قريلاً أمن يوناني كوبعينا متفكرينا يامور منيو هركي سرطو أعلوخ تفهمينا لأديوما. Wenn wir jetzt diese Verse lesen, müssen wir uns die Frage stellen, Herr, zeig uns, was möchtest du uns hiermit zeigen? كوبعنو كريو علو أوريم وعلو توميم محكينو. Ich möchte ganz oder kurz über Urim und Tumim reden. كبعينا بس أمدد أو إمثل موريوت كمحكولاً على تريمدوناني. Nur das betrachten, was uns das Wort Gottes über diese zwei Sachen sagt. Aloho komer ksemet chanta betrachsar kefe uk mahtetla hase ala jule dukohno ktio alebe. Gott fordert Aaron auf, du machst dir ein Brustschild mit diesen 12 Steinen an deiner Brust und das wirst du tragen. Arbo kefe herke, arbo herke, arbo herke. 4 von oben nach unten, 4 nochmals und 4 dahinter. Al kulke fomani. وشموت حاشبتو دعامو ديسرويل كتويك ثيبو.
Auf jeden dieser Steine wird einer von den Stämmen Israels der Name draufstehen. Ama ichan tase ktiob trega beheto. Aber diese Tasche wird auf beiden Seiten genäht sein. Und inwendig legst du die Steine rein, Urim und Tumim. Lokad inatam min material min qalitawene. Wir wissen nicht, aus welchem Material diese Urim und Tumim waren. Lokad ina be aloho hie hiwile l'mushe an l'harun. Wir wissen nicht, hat Gott ihnen diese Urim und Tumim gegeben für Aaron und Mose? An sefoke wenet hinek mhazrenech das sefoke di chadre? Oder waren es Werkzeuge und Geräte, die sie selber hergestellt hatten, wie die von der Stiftshütte? Ama umedet kiben herke hosina u yelfina mine aloho min hzele betre medonani kai hiwile lukuhnot hon halebe. Aber wir können hier sehen und betrachten, warum Gott es ihnen gezeigt hatte, was Gott auf dem Herzen hatte, um ihnen das zu geben. Wir lesen in diesem Vers, vier Dinge hat Gott ihnen gezeigt. Das erste war Urim und Tumim. Zweitens, sie sind an der Brust des Hohenpriester gelegt. Datlotho inaqat ukohnot zeo dem shayel maloho tqoyasle hier funoyo. Das dritte ist, wenn dann der Hohenpriester Gott fragt, dass er dann eine Antwort bekommt von Gott. Odan arbo kul zabne ukohnot dober qmaloho dem shayel mine qoder ob fisqono hanikton alebe kul zabno. Und damit, der vierte Punkt ist damit, dass zu alle Zeiten der Hohenpriester vor Gott tritt und Gott ihm die Antworten gibt über dieses Urim und Tumim. Und Gott redete und oder antwortete durch diese zwei Urim und Tumim. Wir sehen anhand des Wortes Gottes, wie Gott geantwortet hat an, zu seinem Hohenpriester. Dann hat eines Tages hat, oder kam vor, dass der Hohenpriester gefragt hat, sollen wir gegen dieses Volk ziehen in den Krieg? Und so hat dann Gott geantwortet, also sie haben gesagt, wenn es ein Ja ist, dann soll es ein Urim sein. Und wenn es ein Nein bedeuten soll, dann ein Tumim als Antwort. Ukohno herke mohatwa ide blaugel dichanta u mofakwa hzokefo hieloza wahenawa u behena hai unifkoa omarwa yan e yanlo. Und so legte dann der Hohenpriester seine Hand in die Brusttasche und er wusste nicht, welchen Stein er zu sich nahm. Und den Stein, den er rausnahm, das hat dann bedeutet Ja oder Nein. U bzabne hreneste ukohno mohadewa mhalakewa und in einer anderen Zeit war oder in einer anderen Möglichkeit war, dass er die Steine auf den Boden geworfen hatte und der Stein, der erleuchtet hat, der war dann diese Antwort. Das war die Antwort. Kiben Korina Musche Danarbo bes hzo hamen Yono Musche Danarbo iae Musche Danarbo usho daesri shoo. Wir lesen ein Vers, und zwar aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 27, den Vers 21. Vierte Buch Mose, Kapitel 27, Vers 21. Mose danarbo, ushoho da'asri ushoho, uminyono da'asri ha, korene disani busriyo. Komer het Mose gdamtet Yeshu, ugdamtetle qim Eliazar ukohno, וגדמתת אורים ואותומים וגמשלת מלוהו. לגורן דו ג'וואב תקויית למלוהו, היה ואועמו גנפקי וגברי. ואיג'מעה כולה הוכה עמי. Und er soll vor Eliasar, den Priester, treten. Der soll für ihn das Urteil der Urim erfragen vor dem Herrn. Nach seiner Weisung sollen sie aus- und einziehen. Er und alle Kinder Israels mit ihm, die ganze Gemeinde. Bas ukehno qodarwa fohum eiderbo aloho obewa herke fiskono an funoyo lu'amo d'Israel. Nur der Hohenpriester konnte verstehen, wie Gott entscheidet für das Volk. Buzabnud Mushe aloho tam ifotho bifotho mjgilwa ame.
Zur Zeit Moses hat Gott von Angesicht zu Angesicht mit ihnen geredet. Aloho hie komer komer ugreizi mushe latio chdan bie an chdakohne hrene komentschgelno bachelme ame ono ifotho bifotho komentschgelno ame. Also Gott hatte mit Mose von Angesicht zu Angesicht geredet. Er hat nämlich bezeugt, also Gott hat bezeugt, Mose ist nicht wie die anderen Menschen. Ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht, nicht in Bilder oder in irgendwelchen Visionen. Ama herke aloho kohuzina hulelele shikl tsefokot qadri huzen ujawab maloho minyo. Aber Gott hat ihnen hier ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, um die Antwort Gottes zu erfragen. Yeshuina qadzewa laharbat mishalwa biwasitat urim utumim ujawabese. Josua, wenn er zum Krieg ausgegangen ist, hat er Gott über Urim und Thummim erfragt. Ina kadem falage uathro hie u Eliazar disanem shaware Urim und Thummim. Wo Josua und Eliazar das Land ausgeteilt haben, verteilt haben für Israel, so haben sie auch wieder Urim und Thummim erfragt. Shmuel und Bio miwele haot kohose hieste Urim und Thummim halakwele. Samuel hat genauso gehandelt, er hat Gott über Urim und Thummim erfragt. Shaulste mistamele inaqat heshkitwa badarbone daloho alohulele jawab u inaqat nafqwa madarbone daloho kthiwoyo shaele murim u alo hawhulele jawab. Saul auch, wo er noch mit Gott gelebt hatte, gewandelt hat, hat er über Urim und Thummim erfragt und Gott antwortete ihm, aber in der Zeit, wo er Gott verlassen hatte, hat er Gott erfragt über Thurim und Umim, aber Gott antwortete nicht. Und David ste kohuzina brale beduktionem shaiwele omer amti urim utumim tozano usbionot aloho minyo. Und David auch, wenn er vor Entscheidungen trat, stand, dann hat er auch Urim und Umim holen lassen, um Gott zu erfragen, die Antwort. Anaka kothe bahunan bubarnosho u problem kamoyo. Und jetzt sehen wir hier schon das erste Problem, wenn wir daran gehen. Galabe kore ahna kamina kab'ina fahmina usbionot aloho u qay u'do balki unu chikno bunisunano. Sehr oft wollen wir Gottes Antwort erfragen und uns hinterfragen, warum bin ich in dieser Situation? Ahna ubarnosho kab'ina fahmina kul mede. Wir Menschen wollen alles erforschen, alles wissen. Kab'ina z'ina qay kolozmo beno fisqunano an qay aloho u'dohule u funoyano. Wir stellen uns die Frage immer wieder, warum muss ich jetzt entscheiden und warum hat mich Gott in diese Situation gebracht? Galabe kore aloho mitaybuthede hie komahwelan usubionese. Sehr oft erzeigt uns Gott durch seine Gnade seinen Willen. Ama galabe koreste aloho lo komahwelan qay hie bas komer hanoyo ufisqonat glozen obetle. Aber sehr oft gibt uns Gott keine Antwort, sondern er stellt uns den Auftrag, tu das. Ama bumin yunano datlethit udot krewelan al urim utumim kito mede alu karakter aloho tkobah mulaflan adyoman. Wir sehen hier bei diesem Vers 30 über den Charakter Gottes oder einiges über den Charakter Gottes, was er uns beibringen möchte. Aloho komahwe herke lukuhnede uluhamo kule مقا مهم يو نقد حا او بفسقونو دها تفهم الله منكم تفكر على ميدانه. Aber es zeigt sich hier, dass wenn wir Gott erfragen wollen, dass er uns zeigt, was er von uns möchte. او كاركتر داله كو بحرك محولن يو. Er möchte uns hier seinen Charakter zeigen. او قامويت كومر اوريم اي معنى ذا بو عبرويو نهرو. Das erste اوريم heißt Licht oder Leuchte. اوريم او نهرو Kamiloyo et alohot kitio unohro hak. Urim bedeutet, Gott ist das wahre Licht. Aloho hie pfeme komer onono unohro. Gott redet durch seinen Mund, ich bin das Licht. Ono kohuzeno kulmede. Ich sehe alles. Gabi bas nohro kito etmaleto. Bei mir ist nur Licht und keine Finsternis. Korina bu biegerto diohana nikameto. Wir lesen aus dem ersten Brief Johannes, Kapitel 1, Vers 5. Brief Johannes, Kapitel 1, Vers 5. Hier geht es Johannes, Iqameto, Usho Hukamoyo, Uminyono Dahemsho, Korene Busriyo. Haseo, Ibashra, Ahnat Shami'ina Lamine. Uhaseo, Ibashra, Ko, Medinan Huyo,
Aloho hie nohroyo u ebe etma leito. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Aloho nohroyo u ebe hich etma leit. Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Umede kamoyot aloho herke alu karakterize koba mahwelan ina kad ibet obet fesqono mahadlo gelozem fehmet unohro minyo umenyo. Der erste Punkt, was uns Gott hier zeigen möchte, wenn du richtig entscheiden möchtest, musst du erkennen, was Gott, was Licht bedeutet. Detre komer tumim ikamiliutho an irastie daloho. Und der zweite Punkt ist, Tumim heißt die Gerechtigkeit oder die Vollkommenheit Gottes. Perfekt, kibandamina. Im Deutschen könnte man perfekt sagen. Aloho hie letio bes unohro hie ikamilutho hie kulmedeo. Gott ist nicht nur Licht, sondern er ist auch die Vollkommenheit oder alles in allem. Kauset mede shafiro gdemet hanmqa shafiroyo aloho shafir mumedao. Siehst du etwas und denkst dir, das ist richtig schön, aber Gott ist noch schöner. Kauset mede rabo demet hamqa rabo yumedano aloho rab mumedao. Du siehst etwas, betrachtet etwas, es ist groß und aber Gott ist noch größer. Gdemet umedano ghalabe tawoyo ama aloho bas tawoyo. Wirst behaupten, das ist gut, aber Gott, nur Gott alleine ist gut. Gmalet aynothokh la kekwet bishmayo aloho rab makekwanio. Du erhebst deine Augen zu den Sternen im Himmel, aber Gott ist noch größer als diese Sterne. Uinaqad mahtina urim utumim qorina neha khabro kibandmina aloho nohro kamiloyo. Wenn wir jetzt diese zwei Wörter hintereinander legen, Urim und Tumim, können wir sagen, Gott ist perfekt und er ist in allem vollkommen. Du musst vielleicht jetzt Entscheidungen treffen, wie jetzt am Anfang über das Auto. Stellst du die Frage, welches Auto ist denn gut? بلكي بعينوثو خد ملان دمت اميدانو اميدانو معدلويو طاويو Wie wir am Anfang gesagt haben, vielleicht wirst du selber entscheiden, dieses Auto ist gut. اما اوفونويو قامويو تكيبن اوبينا علو شوالو قامويو آلوهو بس هي طاويو علت هي نهرو كاميلويو. Aber die erste Erkenntnis ist die, dass Gott gut ist und er ist vollkommen, weil er das vollkommene Licht ist. إنا قد بعينوثن دوبرنو شوحرين علو ميدي بلكي دمينا اميدانو طاويو علتيو طاويو. Wenn wir mit unseren Augen betrachten, können wir vielleicht sagen, das ist gut oder das ist nicht so gut. Ama aloho kohoir al kul fesqono ahna glozem ubina ubiqameto kohoze gherme ruhe aloho leito medehreno tawo. Er sieht, dass wenn wir Entscheidungen treffen müssen, aber er erkennt aber dabei auch und bezeugt, nur ich bin gut, also Gott ist gut. Aloho hie kamiloyo uhie nohroyo. Umedet kohozina bunuhreze kofosher an kule bi'etmayo. Gott ist vollkommen, Gott ist Licht und alles ist vor seinen Augen bloßgelegt. Und bio Daniel inaqat chik bghalabe dukso sa'bo bubab bu ashoho datre kokorina umedano asi mamro dhenek u asharaza di duzabnao kulet mqtoli. Wir lesen über den Propheten Daniel in Kapitel 3, 2 von Daniel. Da kam eine schreckliche Nachricht. Alle Weisen sollten umgebracht werden. Daniel Minsimle. Was hat Daniel getan? Azeo Lubeito, Mtschril Amahoronede, Umsalele, Omer, Ja Aloho, Het Kittet Bishmayo, Trei Hosina Taibutho, Megaboch, Tudlomesina, Amu Amenoshani. Das Erste, was er getan hat, er ist nach Hause gegangen zu seinen Freunden und sie haben gebetet und haben gesagt, Herr, zeig, lass Gnade walten, damit wir nicht sterben müssen. Und nach dem Gebet sehen wir, dass er geschlafen hat und danach sehen wir nichts weiteres. Ahunone hothone farjonem yakre Daniel umedet kokorina ala haize asro qatat aqli tere. Liebe Zuschauer, liebe Geschwister, wir sehen dann, dass Daniel 10-mal weiser erfunden wurde als alle Menschen um ihn herum. Letwa hier bes mo prozentat, elfo prozentat, aqli tere, mahorone duzabnawa.
Er war nicht nur 100% weiser als seine Freunde oder als die Menschen um ihn herum, sondern 1000% besser. Loko hosina herke de ujomeze u asrieze kule matfakarle min fiskono herke kolosmo beno u min funoyo lumal kogdo beno. Wir sehen hier nicht, dass er den ganzen Tag oder den ganzen Abend damit verbracht hat, wie soll ich entscheiden, wie soll ich vor dem König treten und wie soll ich reden mit ihm. Ama bislu so umedet hie kitwa blebe komahwe. Aber wir sehen anhand seines Gebetes sehen wir sein Inneres. Inakat aloho mahwelele bugliono umededumalko dhzewele. Als dann Gott ihn in einer Offenbarung gezeigt hat, den Traum des Königs, Daniel kom shab waloheze komer hetet waloho mu'duhul dal'ulam ko'uyish bishmayo. Daniel bezeugt dann im Gebet, er sagt, du Gott bist der von Ewigkeit und du bist der, der regiert. Het kamilohet. Du bist vollkommen. Eder bunedoch kule kamilene. Alle deine Wege sind vollkommen. U het gaboch kule nuchrojo. Und bei dir ist nur lauter Licht. U etma leito. Und keine Finsternis ist bei dir. Kohosina herke unbio Daniel chikwa benisiuno galebe sa'bo. Ama lebe u haune ko mahwe eider buhie azeo faam uri mutumin. Wir sehen, dass Daniel, trotz dass er in so einer schwierigen Situation war, hat er doch erkannt, was Urim und Tumim heißen, so ist er zu Gott gegangen. Ahna haizan eider bune. Unser Leben, wie vollbringen wir unser Leben? Inakad ahna loze mubina fesqonu almede. Wenn wir Entscheidungen zu treffen haben. Belki sa'aim salina. Vielleicht beten wir eine Stunde. Ama hamshu sa'at minne kzano google kukarchina. Und gehen dennoch parallel dann 5 Stunden und googeln, wie wir richtig entscheiden sollen. Belki kolosem hazrina u mshairina ama leben u haunan eiderboyo masro balo. Wir müssen auch suchen und forschen, aber dennoch ist wichtig zu sehen, wie ist unser Herz an dem Herrn gegründet. Daniel Kituebe, hier ist die Asri, Ulla Liokule, Lodomachum Hazer, Min Funoyum Hadlo, Koder Dobel Umelko. Daniel könnte auch die ganze Nacht suchen und forschen und die Frage sich stellen, wie kann ich dem König antworten? Msalele, Hule Uwasif, Aloho Haut, Kitio Kamilo, Ufahem, Aloho Jod, Kobe, Nuhro Lietma, Uhie Kul. Er ist hingegangen, hat gebetet und hat gesehen und erkannt, dass Gott Licht ist und er gibt das und Gott gibt die richtigen Entscheidungen. Wirst du vielleicht die Frage stellen, wenn ich jetzt wie Daniel bete, werde ich vielleicht immer richtig entscheiden? Daniel Es ist nicht damit getan, dass du das Gebet des Daniels betest. Hie alu lebojo, leboch maka kokorech alu subiono daloho bufes konano dlozem obet. Es geht um dein Herz, um deine Herzenseinstellung. Wie suchst du bei diesen Entscheidungen, wie suchst du Gott auf? Marlan uqamojo, menio tkibe obe ufes kono rastum adlo, gher maloho leitum edetavo. Wir haben am Anfang gesagt oder die Frage gestellt, wer kann die richtigen Entscheidungen treffen? Außer Gott gibt es niemanden, der richtige Entscheidungen treffen kann. Datre usheolo marlan men yohawot kibe anaqam awanloch qidret ama huzet ba'inuthe daloho ufisqonotawo minyo. Und dann die zweite Frage war, wer ist es, der dir das zeigen kann, damit du richtig entscheidest, dass du aus dem Blickwinkel Gottes das siehst? Korina ba'abroe ushoho qamoyo. Wir lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Hebräer, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. U'abroyo, qamoyo, muminyono, qamoyo, hul, datlotho, korena, disabsirioyo. Aloho, bazabne, qamoye, bghalabe, shiklat, jgil, lababone, biwasita, denbiye. Ama bazabnani, aharoye, Hie komijgel biwasita duobro. Hie midle uobro daqana mahadle al mekulmede dbiarathe. Hie isrto duwasif daloho. Uhie simle bisrteze u bikhalikeze u kulmede kotoan hie bumamrezet kityo
غلب بحيله وهي يو تسملة إشفاعة بينو الله وبين إنسانة من طفلة وإنسان ما حد يوصي كله وهي يو بيامينو داله. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben über allem, von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Kokirchet ahuno hötho farjonum yakro obet fiskono rast menkibe mahawanloch busheolano dizoch. Liebe Zuschauer, liebe Geschwister, du suchst nach einer richtigen Entscheidung. Wer kann dir helfen bei dieser Entscheidung? Imelzod morio herke kemo lo baglione lo bamalache lo bhelme lo meidet kefet mahalqete do belchu jawab. Bas Yeshua Mashiach hiyo kibe mejgel eloch. Das Wort Gottes zeigt uns hier nicht durch Offenbarungen, nicht durch Urim und Thummim, Steine, die du wie auf den Boden wirfst. Nur Jesus Christus ist es, der dir die richtigen Entscheidungen geben kann. Hiyo iserto daloho u hiyo ichalika daloho, yani sein Abbild, Ebenbild. Er ist das Abbild oder das Ebenbild des Vaters oder Gottes. U hiyo kulme de kozobet Bu chabredet kitio guadli. Er hält alles in seiner mächtigen Hand durch sein Wort. Ama umorelsanste hie komer inakat ebet funoyo madlo koesloch inakayo tuch gabi. Aber er ist es auch, der sagt, wenn du richtig entscheiden möchtest, wenn du eine richtige Antwort haben möchtest, komm zu mir. Ubelki udo mit ajbet ama morioste komer ohne urim utumimno. Vielleicht wirst du dich jetzt wundern, aber auch Jesus Christus sagt, ich bin Urim und Thummim. Biohanen datmenyo umenyono datrahsar shiho al ruhe komer onono unohro debritho. Johannes sagt, Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Uha dothe bisri lokofosh bi'atma veloktoe bahai. Wer mir nachwandelt, bleibt nicht in Finsternis, sondern hat das ewige Leben. Umore dan yeshom shiho hiyeyo. Unohro, ubahro, diarase. Unser Herr Jesus Christus ist das Licht dieser Welt. Aber hier, letio bes urim hie tumimio. Er ist nicht nur urim, sondern auch tumim. Tumim ikamilutho mkemloyo perfekt daloho. Tumim heißt die Vollkommenheit Gottes. U biohanen shaukore umorezen komer ono hanono. In Johannes lesen wir, dass Jesus über sich siebenmal behauptet, ich bin. Uqamoyo nakla qametot komer ono ulahmo dahaino. Das erste sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Datre komer ono u nuhro diarathino. Das zweite, ich bin das Licht der Welt. Datloso komer ono utarono. Das dritte, ich bin die Tür. Danarbo komer ono urayo tawono. Das vierte, ich bin der gute Hirte. Dahamsho komer ono no iqyamto wahai. Das fünfte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dann stoyo komer ono udarbo ushroro uahaino. Das sechste, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Udashau komer ono isatono. Und das siebte, ich bin der Weinstock. Ushau ikamiliutho dalohoyo. Diese sieben beinhaltet die Vollkommenheit Gottes. Uherke morio kobah omer ono no unohro ama ono kulmedeno. Hier möchte Gott möchte der Herr sagen, ich bin das Licht, aber ich bin auch die Vollkommenheit. Inaqad Moshe zeo gab aloho jril ame omer u amod mshael mini min yoshmed aloho min jawab min funoyo gdobinane. Wo Mose mit Gott geredet hat, Herr, wie soll ich dich denn bezeichnen, wenn das Volk mich fragt, wer hat mit dir geredet? Aloho komad ar ale komer ono hao dkitnoyo, yani ono onono. Gott hat ihm dann die als Antwort gegeben, ich bin der ich bin. Ono kulmedeno. Ich bin alles. U bes umore dan yeshom shiho alt hie alohoyo qader omer onoste kulmedeno. Und Jesus Christus, weil er Gott ist, konnte nur er das behaupten und sagen, ich bin alles. Komer ono uheilo bishmayo u al yar'o
Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Hatkom shelet kokerchat alfesqono mazino ludroshano anhano heinam adloyo. Stellst du die Frage, welchen Weg soll ich gehen, welchen Beruf soll ich erlangen? Kom shelet masamno uudano anhano heinam netawyo. Soll ich diese Arbeit tun oder diese Arbeit tun? Stellst du die Frage? Ama umede qamoyo dem adlo kolozem shelet bahaizoch aset gabunohro. Die erste Frage, aber die wichtigste Frage ist, bist du zum Herrn gelangt, der das Licht ist? Bari mit ibet obet funoyum adlo kolosim izet gab men kolosim zino. Bevor du eine richtige Entscheidung triffst, musst du wissen, zu wem gehe ich denn? Unohro bari kolosim mohe bleben u ikamiluthod aloho hiyo aman daqana qadrina ubina fiskone bahani madle. Das Licht muss erst unser Herzen erleuchten und die Vollkommenheit muss an uns gelangt werden, damit wir richtig entscheiden können im Leben. Aber sehr oft möchte der Mensch oder ist der Mensch nicht ehrlich, wenn er zu Gott geht. Als Nikodemus zu Jesus gegangen ist, Morio komat ar ale ba minyone haroe. Da antwortete der Herr in den letzten Versen. Kommer uinsand ketio harbo loko beothe gabunohro. Da hat Jesus zu ihm gesagt, der böse Mensch möchte nicht zum Licht gelangen. Inakat hiet ose gabunohro inakayo eschrolonese gemahwi. Weil wenn er zum Licht gelangt, werden seine bösen Werke offenbar werden. Am halt harboyo uinsand loko be eschrolonese golen bunohro. Aber weil er böse ist, will er nicht, möchte er nicht, dass seine Werke ins Licht geraten. Am Amorio komale hawot koosh birastie um adlo hawo kote gabunohrot ashgolonede golen minshgolone ketle aloho. Aber Jesus sagt zu ihm, der guten Wege geht und der im Licht wandelt, der möchte zum Licht gelangen, damit seine Werke offenbar werden. Adio mauno lokozano min fesqono het kolosim obet min hoi. Ich weiß jetzt nicht, ob du vor welchen Entscheidungen du stehst, groß oder kleine. Aber eines kann ich dir sagen, das weiß ich. Bari mekulmede tuch gabunohro tuch gabawot kityo aloho uhau ahaizoch ele. Das erste ist, also das Wichtigste ist, dass du zum Licht gelangst und gib dein Leben diesem Licht. Utuch brastie tuch alt hie rastio hie kamiloyo tuch hetzte gabunuhrao de mahweloch min ayasha udoketloch. Aber komm ehrlich und mit richtigen, aufrichtig zum Herrn, damit er dir zeigt, welches Leben du gerade führst. Udatre inakat tamloch umurano diden, u nohrano didem hele bahaizoch, am ti kul fesqonot kolosum obet tmutachteze. Und nachdem du zu diesem Licht gelangt bist, oder nachdem dieses Licht dein Herz erleuchtet hat, bringe alles vor seinem Thron. Manchmal, also sehr oft ist es so, wenn man wahrlich oder ehrlich, aufrichtig den Willen Gottes erfragt, wird manchmal der Herr auch antworten, nein. Inakad othet qmunohro uqmi kamiluthot aloho hie lo ujawab Wenn du zum Licht und zur Gerechtigkeit, Vollkommenheit Gottes gelangst, wird er dir nicht immer das geben, die Antwort geben, die du möchtest, aber sondern das, was für dich richtig und gut ist. Und hier zeigt sich dann das, was aus meinem Munde rauskommt und in meiner Herzenseinstellung, ob das 1:1 ist. Yamor kobanu samnu usubionezoch, ama belki lebi kotolo medehreno. Herr, ich möchte deinen Willen tun, aber vielleicht möchte mein Herz was anderes. Inakat othet gabunohro. Wenn du zum Licht gelangst. Udebat zemet usubionod morio. Und den Willen des Herrn tun möchtest. Naklausek domarloch lo. Wird er dir auch einige Male Nein sagen. Tarei mene ksocher. Einige Türen wird er schließen. Naklauthek domer klei uzabnuhish latio udo. Einige Male wird er sagen, halte still, jetzt ist noch nicht die Zeit. Und naklauthek minnek domer e uhat belki loko huzet ruhoch hadiro. Und einige Male wird er vielleicht sagen, jetzt ist soweit, aber du fühlst dich noch nicht so weit. Umoreden hieyo ukehno rabo u hieyo koto hanlen
erlebe. Unser Herr ist der große Hohenpriester und er ist es, der uns an seiner Brust trägt. Hieo Urim Unhro Utumim Ikamilutho. Er ist das Urim, das Licht und Tumim, die Vollkommenheit. Uina kad hoeloch fesqonod lozmo betle tuch gab paot ketio nuhro ut ketio kamilo. Und wenn du Entscheidungen zu treffen hast, geh zu dem, der Licht und vollkommen ist. Usheolo lat Johano aloho biwasita dumoredan haziro yod mawanli. Die Frage ist nicht, wird der Herr mir helfen bei meiner Situation? Usheolo mahat haziro yod qadret obetu fusqonano amteloch lunohro ulikamilu thodmurio. Die Frage ist, wirst du so entscheiden, dass du zum Licht gelangst, damit und zur Vollkommenheit? خدملان بقامت وشيولو إن قد أوبت فسقونو من كيبت أمر أمد راسيو معدلويو Wie wir am Anfang gesagt haben oder gefragt haben, wenn du eine Entscheidung hast, wer kann dir denn bei der richtigen Entscheidung helfen? مرلان بس آلوهو هيت كتيو كاميلو هيت كتيو نهرو هي بس طويو ومدت أحنات كحزينا لقليعينو لاتيو معدلو Wir haben erkannt, dass nur Gott vollkommen ist und dass nur Gott richtig entscheiden kann und das, was vor unseren Augen ist, unvollkommen. Und die zweite Frage war, wer kann mir helfen, richtig zu entscheiden? Wir haben geantwortet, Jesus Christus kann antworten oder antwortet, weil er das Licht und die Vollkommenheit, also Urim und Tumim Gottes ist. Doch gabe hier gemahweloch min fesqono kolosmobit. Komm zu ihm und er wird dir zeigen, welche Entscheidungen du treffen sollst. Uanaka faish usheolo haro datlotho eider buanaka kolosmono uyashna dubino fesqono madlo. Und die letzte Frage ist jetzt die, wie soll ich entscheiden, damit ich richtig handle? Morio komer ono nuhrono amahatus dehuau nuhro biarate. Der Herr sagt, ich bin das Licht, aber ihr sollt auch leuchten oder ihr sollt auch Licht sein. Ich habe euch als Licht und Salz in dieser Welt gesetzt. Aber wenn wir nicht zum Licht gelangen und all unsere Werke vor dem Licht offenbaren, wie kann er für uns Licht sein? Gabunohro ud ibet unohranod mote lebuch inaklayo morio hadiroyo tschogl bahaydoch. Wenn du zu diesem Licht gelangst, wenn du zu diesem Licht gelangen möchtest, dann wird der Herr in dir wirken und gute Werke wirken. Bumazmuro datleti warba uminion und denishto komer hani de herre al aloho hennek fsihutho rapso hawi ape ul hennek lofaishim nakfe. Psalm 34, Vers 6 lesen wir, die zum Herrn gelangten, die haben volle Freude erlangt. Wenn wir zum Herrn gehen und zu ihm gelangen, dann werden wir nicht beschämt werden. Aber das, was in meinem Kopf ist und mein Handel, das muss eins sein und das muss ich vor Gott bringen. Wenn du mit deiner Entscheidung vor Gott trittst und ihm die Frage stellst, wie soll ich entscheiden, dann sieht er dich als ein Kind, als sein Kind. Wenn ein Kind seine Eltern fragt, mit einer Frage zu ihnen kommt, dann werden die Eltern mit Freude antworten. Und so möchte auch Gott mit Freude antworten. Wir haben viele Verheißungen über diese Verse. Bumazmuro damu chasar umenyono damu hamsho komer imel thedoch ushroro shrogo draglothio. Psalm 119, Vers 105 lesen wir, dein Wort war meines Fußes Leuchte. Und ein Licht für den Weg, den ich gehen soll. Galabe, galabe, haucha, wahdat, kitlan, guthoina, morio, morio, hoi eben, inaklaio, hieg dobe, gmachwelan ufiskon und kolosim. So haben wir viele Entscheidungen, also haben wir viele Verheißungen, wenn wir im Herrn sind, der in uns ist, wird er uns helfen bei den Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Datlotho umenyono dahamsho komer mekule lebuch
وتخلو نيدخ تروي على الله ولو ترو تخلو نيدخ خوي علوها ونيدخ وأدربوني كلت كملخت متفكر بالله إن أقلايو هي راست مبالغ. Sprüche 3, Vers 5 lesen wir, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und so wird er alle deine Wege gerade führen oder geradlinig führen. Das sind Verheißungen. Psalm 32, Vers 8 sagt der Herr, ich werde dir den Weg zeigen, die in meinen Augen recht sind und der in meinen Augen recht ist, den du gehen sollst. Belki lob naqa fahmet udarbano, ama onu gmulafnucht huzet udarbo madlo. Vielleicht wirst du diesen Weg nicht gleich verstehen, aber ich werde dich lehren, diesen Weg zu gehen. Jesaja, datlethi umenyono daesri ha komer, bethre ez noch wak shimet hano udarbo, zuch malach ebe, ulizuch lo liamino lo. Jesaja 30, Vers 21 lesen wir, hinter deinem Ohren wirst du hören, welchen Weg du gehen sollst. Du sollst von diesem Weg nicht weichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Und Der Herr hat Verheißungen für uns, damit wir diese Verse auswendig lernen, nicht, dass wir Gott daran erinnern. Unser Herr kennt seine Botschaft, seine Worte alle. Ama elen koe mawana gut a minyonani yelfinane ut qadrinane amtinane qmaloho domina yamor lo bas pfemi elo blebi komet yakano tat dobet ufisqono madlo eli. Aber diese Verse sind für uns gerichtet, damit wir mit diesen Versen zum Herrn gehen und sagen, Herr, gib du uns bei der Entscheidung, dass wir richtig handeln. Eidarbo glosum dosina qmorio ba'abro e da'asro komahke alumedano galaber wiho. Wie müssen wir vor dem Herrn treten? Das lesen wir sehr ausführlich in Hebräer 10. Mit einem aufrichtigen Herzen und mit einem Glauben, welches vollkommen ist. Liebe Geschwister, lasst uns zum Herrn gehen. Er kann uns helfen bei den Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Wenn du zu ihm gehst, du bist kein Fremder. Das ist wie wenn ein Kind seine Eltern um Rat fragt. Kobano Hamede Haroyo Koreno Amhzose, Dmeltmina Umamro Dadyoma. Ich möchte mit einem Vers abschließen, um das Ganze zusammenzufassen. Me Samuel datre ushoho daesri tlotho korina herke tret lotho ayatat. Aus dem zweiten Buch Samuel ab Kapitel 23, 2-3 Verse. Bukamoyo komer hani amamre haroye Davidne. Es steht hier im Vers 1, dies sind die letzten Worte Davids. Uamamre haroye David minwene. Und seine letzten Worte, was waren das denn für Worte? David galebe Hauile nisune rabe bahaide. David war in vielen Nöten gelangt. Galebe galebe fiskone hie melko lazemt obe. Er als König musste sehr viele Entscheidungen treffen. Galebe fiskone dali alede hie lazem obe. Sehr viele Entscheidungen in Bezug auf seine Familie musste er treffen. Aber aloho komer hie zlam gorandule bod aloho. Aber Gott bezeugt über ihn, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und seine letzten Worte, welches waren sie? Korina Muminyono Datlotho. Ab Vers 3 lesen wir. Komar hawo dbrastie ub kamilutho kohoyesh u kohokem beinein sanat ud kitle zuhso daloho hawo yo koshobe lunohro tsafreto inakad ishimsho koyisko inakad koy safro dloaywe. Der Gott Israels hat zu mir geredet. Der Gott Israels hat geredet. Zu mir hat der Fels Israels gesprochen, ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes. Der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken, wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde sprost. Herke David, Amemre Zaharoi Meltemle, Omer, Aloho, Hie u Kamilo, hie i Kamilo thot kulmedeo u wasf eleo u hie o kosoem ahaizan gdunohro.
David sammelt hier und macht eine Zusammenfassung über Gott. Gott ist es, der vollkommen ist, der unser Leben vollführt und der alles zum Rechten führt. David bas David sammelt hier zusammen und fünf Punkte und sagt, wie muss der Mensch sein, wie muss er gezeigt sein, wenn er die Vollkommenheit Gottes ausführen möchte. Der erste Vers ist, dass das Haus dieses Menschen wird fest sein bei Gott. Datre komer hie ktuele wadat mu'duhul dal'ulam gabaloh. In Vers 5 lesen wir dann, er wird Verheißungen haben, ewigen Bund haben bei Gott. Wahna ste biwasita dumoredan hawilan wadat bahayani uhul lahay dal'ulam. Und wir haben auch durch Bezug auf unseren Herrn Jesus, durch unseren Herrn Jesus Christus ewige Verheißungen. Datlotho komer kul Amedoneze Adarboneze Ktoen Madle. Das dritte, alle seine Wege werden gerade sein. Dann arbo komer kul mede medize Ktoe Hiso Umadlo. Und das vierte ist, alles was er tut, wird fest sein und gut sein. Uharoyo komer kul mede Kotolob Hawogum Tarah Ugdobe Fire. Und fünfte ist, alles was er sich wünscht, das wird zustande kommen und das wird Frucht bringen. David Galebe Hawat. David hat viele Winde erlebt. Ama meltemle iayashese kulmede omar aloho hie kulmedeo. Aber er hat zusammengefasst am Ende und hat gesagt, Gott ist alles in allem. Hieyo ikamiluto hieyo unoro. Er ist die Vollkommenheit und das Licht. U kotolop minen ahnaste chud ua ubabeden bishmayo beder bo kamilo ahnaste toina haucha. Und so fordert er von uns auf, so wie unser himmlischer Vater vollkommen ist, dass wir auch vollkommen werden. Und so wie er Licht ist, hat er uns auch auf dieser Erde als Licht und Salz gesetzt auf dieser Erde. Und dann wird der Herr das Leben dieses Menschen segnen. Und wird Gott den Menschen mit diesen fünf Punkten segnen, die David erkannt hat in seinem Leben. Vielleicht bist du in Nöten und in Schwierigkeiten und du musst große Entscheidungen treffen. Vielleicht wird Gott dir antworten, so antworten, weil es dir nicht gefällt. Aber bihareto morio gdomer het glibloch. Aber zum Schluss wird der Herr sagen, du hast überwunden. Und in Offenbarung 2, Vers 17 lesen wir, und der Herr wird ihnen einen weißen Stein geben. Domer glibloch hajo dischno mumoreden persönlich kulschachsio. Du hast überwunden und das ist ein Geschenk persönlich von unserem Herrn für all die, die das überwunden haben. Domer glibloch. Du hast überwunden. Het feischet bunohro. Du bist im Licht geblieben und in der Vollkommenheit Gottes. Jede Entscheidung, die du zu treffen hattest, hast du vor dem Herrn gebracht. Du hast akzeptiert und hast so gelebt, wie ich das gewünscht habe. Und deswegen gebe ich dir einen Stein, auf dem ein Name geschrieben steht, welches niemand weiß, außer dem, der es hier empfängt. Liebe Geschwister, liebe Zuschauer, dieses wünsche ich für uns alle. Dass wir als allererstes, dass jeder als allererstes an dieses Licht und an diese Vollkommenheit Gottes ankommt. Kul sheolot kitlan am tinale kam urim utumim. Alle Entscheidungen, die wir zu treffen haben, dass wir sie vor dem Urim und Tumim bringen. Und ehrlich Gott fragen, wo möchtest du mich haben? Der Herr segne unseren Tag, der Herr sei mit euch allen.